Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Sultana. Wenn ihr auch gerne Eier isst, wird euch dieses Rezept auf jeden Fall gefallen. Und es ist auch eine komplette Mahlzeit. 4 Eier, einen halben Teelöffel Salz, einen Teelöffel Backpulver und 2 Esslöffel Mehl gut verrühren. Das Mehl so sieben, dass keine Klumpen entstehen. Die Zubereitung dieses Omelettes dauert maximal vielleicht 10 Minuten. Und dieses Omelett ist oben sehr knusprig und innen cremig und weich. Solange diese Mischung gemischt ist, ist unsere Bratpfanne heiß. Und bitte denkt dran, dass wir dieses Omelett bei mittlerer Hitze kochen müssen, sonst brennt es von unten. Jetzt erhitzen wir die Butter oder das Öl und auch auf der Oberseite, damit die Eier nicht kleben. Jetzt fügen wir die Eiermischung hinzu und geben wir etwa 50 bis 60 Gramm Käse darüber. Und je nach Belieben einige Chiliflocken auch hinzufügen. Lässt ihr diese Mischung etwa 4 bis 5 Minuten lang bei mittlerer Hitze kochen. Und wenn sich das Omelett leicht bewegen lässt, fügt ihr eure Lieblingsgemüse, wie zum Beispiel Tomaten oder Zwiebeln hinzu. Fertig ist euer cremiges und knuspriges Omelett. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zubereiten.